digitale Woche des Ehrenamtes ist nun vorbei. Doch wie geht es weiter mit dem Ehrenamt im Burgenlandkreis? Wir haben seit diesem Jahr ein wunderbares Projekt, das nennt sich Hauptamt stärkt Ehrenamt. Zwei Kolleginnen in der Volkshochschule im Landratsamt sind als Ansprechpartner für die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler da. Sie organisieren Fortbildungen, geben Auskünfte, beraten Vorstände, Kassenworte und sind für alle Fragen, die die Ehrenamtler an das Ehrenamt haben, für sie da. Grundsätzlich kann sich jeder mit seinen Fragen an uns wenden, denn dafür sind wir da. Bei Bedarf werden wir die Anfrage gezielt weiterleiten oder uns eine entsprechende Antwort einholen und anschließend eine Rückantwort geben. Wo kann ich mich ehrenamtlich engagieren? Also das Thema oder der Bereich, in dem ich mich ehrenamtlich engagieren möchte, den kann ich mir frei wählen. Es kommt sicherlich immer darauf an, welche persönlichen Interessen ich habe. Und so vielfältig wie die Interessen eines jeden sind, sind auch die Möglichkeiten des Engagements. Also um nur mal ein paar unterschiedliche Bereiche zu nennen, ob das der Unfallrettungsdienst ist oder der Umwelt-, Tier- und Naturschutz oder auch der kirchliche, sportliche oder auch der soziale Bereich. Es gibt ganz unterschiedliche Felder, in denen ich mich ehrenamtlich betätigen kann und der Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Auch hier helfen die Kolleginnen des Projektes Hauptamt stärkt Ehrenamt gern weiter. Doch darüber hinaus steckt noch viel mehr hinter diesem Projekt. Ein wesentliches Ziel des Vorhabens Hauptamt stärkt Ehrenamt ist es, Doppelstrukturen im Burgenlandkreis abzubauen. Um flächendeckend ehrenamtliche Akteure zusammenzubringen und gegenseitigen Austausch von Erfahrungen sowie Wissenstransfer zu ermöglichen, haben wir im Sommer dieses Jahres eine Fachgruppe Ehrenamt für den Burgenlandkreis ins Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um eine offene Gruppe, zu der sehr gern jederzeit Interessierte dazukommen können. Wichtig war uns hier, dass aus jeder Region des Landkreises Vertreter dabei sind. Und als erste Themen haben wir uns gemeinsam Gedanken gemacht, welche Erwartungen an die Fachgruppe gestellt werden. Derzeit planen wir eine Initiative für das Wahljahr 2021, um auch junge Wähler für die Wahlen zu begeistern und zu zeigen, dass auch eine Wahl Spaß machen kann. Außerdem arbeiten wir derzeit aktiv an der Einführung der Ehrenamtskarte für den Burgenlandkreis als Zeichen der Wertschätzung für freiwillig geleistete Tätigkeiten. Bei der Ehrenamtskarte handelt es sich nicht um eine Landkarte, auf der das Ehrenamt dargestellt ist, sondern es ist ein Zeichen der Wertschätzung und Dankbarkeit für das Ehrenamt im Burgenlandkreis. Und Sie können sich das vorstellen wie eine kleine Chipkarte, die die Ehrenamtlichen bekommen, worüber sie verschiedene Vergünstigungen im Burgenlandkreis erhalten sollen. Also jeder Ehrenamtliche, der sich mindestens 2 Stunden pro Woche beziehungsweise ca. 100 Stunden im Jahr freiwillig engagiert, hat die Möglichkeit, im nächsten Jahr eine solche Karte im Burgenlandkreis zu beantragen und damit Vergünstigungen zu erhalten. Das können zum Beispiel Ermäßigungen sein für einen Eintritt in einer Einrichtung oder Rabattaktionen in verschiedenen Geschäften. Aktuell sind wir auf der Suche nach regionalen Partnern, die uns in unserem Vorhaben unterstützen möchten und natürlich darüber auch das Ehrenamt im Burgenlandkreis stärken möchten. Und das soll auch als kleiner Aufruf gelten. Fühlen Sie sich angesprochen, unterstützen Sie uns in unserem Vorhaben, diese Ehrenamtskarte auf den Weg zu bringen und mit vielen tollen Angeboten zu füllen. Was wünscht man sich im Burgenlandkreis in Bezug auf das Ehrenamt? Ja, da gäbe es viel zu sagen, aber ich beschränke mich mal auf 2 Dinge. Als erstes wünsche ich mir, dass diejenigen, die sich ehrenamtlich in welchem Bereich auch immer engagieren, nicht durch Bürokratie zu sehr belastet und letztlich die ehrenamtliche Tätigkeit dadurch erstickt wird. Schreiben an das Finanzamt, an andere Behörden, die Durchführung von Mitgliederversammlung und das Protokoll, der Kassenwart und alles, was damit verbunden ist, sind manchmal so überbordend, dass die eigentliche Tätigkeit darunter leidet. Und da hoffe ich, dass wir in Deutschland es damit nicht übertreiben. Ja, und die zweite Hoffnung für das Ehrenamt ist, dass es uns gelingt, mehr junge Leute in das Ehrenamt zu bringen. Wenn ich mir manche Bereiche anschaue, stelle ich fest, da sind sehr viele ältere Frauen und Männer tätig und engagiert.
Es ist klar, dass die jungen Leute sich auch in der Welt umsehen wollen und sich nicht nur in ihrem sozialen Umfeld, in ihrem Dorf, in ihrem Stadtteil für ein bestimmtes Thema engagieren wollen. Aber ich glaube, wir müssen so früh wie möglich dieses ehrenamtliche Engagement den Kindern und Jugendlichen auch schon in der Schule, vor allen Dingen aber durch Vorbild im Elternhaus, einimpfen. Also ich wünsche mir etwas mehr Wertschätzung der Bevölkerung im Landkreis und überhaupt in Deutschland gegenüber den Einsatzkräften. Diese werden öfter jetzt beleidigt oder in ihrer Arbeit behindert, sage ich nur Thema Rettungsgasse. Oder an Einsatzstellen wünsche ich mir einfach, dass der Autofahrer etwas mehr Geduld hat, wenn eine Straße mal gesperrt ist und die Feuerwehr ihre Arbeit macht. Die müssen sich selber absichern, aber trifft oft für Unverständnis bei den Autofahrern und es gibt da häufig Beleidigungen oder Uneinsicht der Bevölkerung und da wünsche ich mir einfach etwas mehr Wertschätzung, weil die Leute tun das im Ehrenamt und die sind jeden Tag für uns da und versuchen uns immer zu helfen. Deswegen mein Appell an alle, sagt Danke, besucht die mal im Gerätehaus oder werdet selber Mitglied. Unterstützt die. Vielen Dank. Wir wünschen uns, dass unsere Ehrenamtlichen den Mut nicht verlieren, auch wenn es bisweilen und vor allem in der Pandemie sehr herausfordernde Zeiten zu bewältigen gilt. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir weitere großartige Partner finden, die mit uns gemeinsam die Ehrenamtskarte befüllen, denn die Wertschätzung für die geleistete Arbeit und freiwilligen Engagement muss unbedingt einen festen Platz im Landkreis bekommen. Wir wünschen allen Ehrenamtlichen im Burgenlandkreis einen ruhigen Jahresausklang, ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Bleiben Sie weiterhin so motiviert und vor allem, das ist das Wichtigste, bleiben Sie gesund.